Schmuckausstellung. Cool. Da gehen wir hin. Hey, guck mal da, eine große Kunst- und Schmuckausstellung. Boah, cool. Da schlagen wir zu. Scheiße, wie finden wir denn jetzt heraus, wer ihn gestohlen hat? Wir haben doch den neuen Superroboter. Ja, stimmt, super Idee. Ich hol ihn mal. Hallo Robo, scan die Vitrine ab. Okay. Spur gefunden. Dann zeig mal, Robo. Oh Mist, das ist doch die von den roten Verbrechern. Die sind doch immer so schwer zu erwischen. Super gemacht, Robo. Komm, verlieren wir keine Zeit. Gut gemacht. Da hinten ist es so. Mist, die sind nicht da. Verdammt, die Tür ist zu. Mist, abgesperrt. Ich probiere mal jemanden zu erreichen. Mist, kein Empfang. Ich auch nicht. Ruf doch noch mal schnell den Kollegen Huber an. Okay. Oh Mist, da geht schon wieder die Mailbox ran. Wieso? Sie müssten doch eigentlich in der Ausstellung sein. Du hast recht. Hilfe? Ist das von Robo? Möglich wär's. Und da, sieh mal der Lageplan. Ich weiß, wo das ist. Komm schnell! Da geht's lang. Seid ihr ja. Zum Glück seid ihr gekommen. Aber wo sind denn jetzt die roten Verbrecher hin? Hä, wieso? Die haben den Diamanten aus der Ausstellung geklaut. Was macht denn Robo da? Spur gefunden. Oh, schaut mal. Kommt. Dann aber schnell. Die Bullen!
Stopp. Nicht weiter. Sie sind festgenommen. Cause the soldiers of happiness have gone seen. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Because the soldiers of happiness have gone asleep. The soldiers of happiness have gone asleep.